Hallo und willkommen zu einem Beispiel zur Genussformel. Für die optimale Bratdauer einer Gans gibt Gruber folgende Werte an. Masse der Gans in Kilogramm, Bratdauer in Minuten. Zeigen Sie mit Hilfe des Differenzenquotienten, dass zwischen Masse und Bratdauer kein exakter linearer Zusammenhang vorliegt. Wenn nämlich tatsächlich ein exakter linearer Zusammenhang vorliegen würde, so müsste der Wert des Differenzenquotienten unabhängig vom jeweilig gewählten Intervall immer gleich sein. Überprüfen wir also den Wert des Differenzenquotienten in verschiedenen Intervallen. Zum Beispiel können wir uns das Intervall von 136 bis 104 ansehen und wir bilden also den Differenzenquotienten 136 minus 104 dividiert durch 3 minus 2. Tippen wir das in den Taschenrechner ein, so erhalten wir den Wert 32. Das wäre also der Wert des Differenzenquotienten in diesem Intervall. Um jetzt zu zeigen, dass kein exakter linearer Zusammenhang vorliegt, reicht es für ein weiteres Intervall zu zeigen, dass nicht derselbe Wert herauskommt. Also nehmen wir zum Beispiel das Intervall von 159 bis 136 und bilden in diesem Intervall wieder den Differenzenquotienten 159 minus 136 dividiert durch 3,8 minus 3,0. Dividieren wir diese beiden Werte durch, so erhalten wir als Ergebnis 28,75. Diese beiden Ergebnisse sind aber nicht gleich und daher liegt auch kein exakter linearer Zusammenhang vor.